Okay, okay, okay. Jetzt gehen wir wieder in ABK rein, Digga. Der Mann hat das letzte Video vor 1000 Jahren gedroppt. Ich bin gespannt. Ey, ich bin jetzt um 22 Uhr live auf Twitch. Check den ersten Link in der Beschreibung ab, wenn alles funktioniert und ich live bin. Let's go. Bruder, ABK Army, Ola, jeder fragt nach dir, Bruder. Jeder will Videos von dir sehen, Ola. Egal, wo ich hingehe, Bruder, die fragen nicht nach meiner Mutter, die fragen nach deinen Videos, Ola. Letztes Mal mein Onkel, der sagt mir nicht Salam Aleikum, der sagt, warum macht ABK neue Videos? Leute, ich schwöre euch, ich will bitte nach diesem Video mindestens 100.000 D-Abos haben, weil ich jetzt mal wieder das ausspreche, was ich denke. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, worüber der ABK so ausführlich reden wird, warum ihn die Leute vielleicht hassen werden. Und ich weiß ganz genau, dass das vielen Leuten nicht passen wird, weil ich merke auch selber in meiner Community oder bei meinen Abonnenten sind auch viele Leute bei, die ich gar nicht in meiner Community haben will, die wirklich von irgendwelchen anderen Communities gekommen sind, aber auch so eklig, heuchlerisch unterwegs sind. Deswegen möchte ich ein bisschen ausmisten und diese Leute am besten Abstand einfach weg. Aber wie immer gilt bei mir die Regel, scheiß auf euch, ich sage das, was ich denke. Hin und wieder, wenn ich Aggressionen habe und irgendwo meine Wut rauslassen will, gucke ich mir YouTube-Videos an. Wie ihr wisst, mag ich 90% der Szene eh nicht und ich weiß nicht, was das ist. Aber wenn ich nachts in meinem Bett liege, habe ich immer etwas ist in mir, das sagt, oh, ich will Streit, oh, ja. Der Geist, Digga. Ich weiß nicht, das ist anscheinend mein Hobby, mir irgendwelche Punkte zu suchen, die mich abfacken und danach die einfach vor der Kamera auszusprechen. Ich habe so eine Streamerin entdeckt, die nennt sich Phoebe. Phoebe, was ist die Hauptstadt von Italien? Paris. Baba, Schule abbrechen, lohnt. Ja, okay, Digga, das war echt, Digga. Bei aller Liebe, das habe ich auch nicht verstanden, aber ja. Kann ja passieren, wenn man lange streamt und so. Ich habe das noch nie gesehen. Das Einzige, was ich von Phoebe gesehen habe, ist, wo sie geweint hat und meinte, ich verstehe nicht, warum alle mich so hassen. Ja. Erfolgreich im Internet, das ist die Zukunft natürlich. Phoebe, das ist so eine 16-jährige Streamerin, die zu irgendwelchen 30-jährigen Männern nach Hause geht, um mit denen Livestreams auf Twitch zu machen. Um ehrlich zu sein, bei aller Liebe, Digga, ne? Ich sag dir ehrlich, ich würde nicht mit ihr abhängen, ne? Einfach aufgrund des Alters. Die 16, ne? Ja. Bruder, wie kannst du mit der abhängen? Ehrlich, oh, Digga, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie was mit der haben möchte oder so, auch geschäftlich so nicht. Das ist ja alles Business, so was sie machen. Ja, aber das ist ja zum Beispiel, das ist ja kein Business. Das ist Business. Die ist im Livestream von Amara bei uns. Ja, Amara ist Business, ja. Ja, verstehst du? Für die anderen, ich würde da nicht mitgehen. Digga, Phoebe ist da, ich komm nicht, Bruder. Digga, bei mir ist so. Die 16, Digga. Warum irgendwie? Ich schwöre, ich verstehe das nicht, ne? Ehrlich. Die kann ja cool sein und so, aber die 16. Die 16. Oder wenn das ein 16-jähriger Junge, würde ich noch ein bisschen verstehen. Aber Mädchen, Digga, ist schon ein bisschen komisch. Ist schon cringe, ehrlich. Ich find's wirklich cringe, ne? Und cool, du bist Streamerin geworden. Der eine oder andere kennt sie vielleicht von damals. Da hat sie noch mit dem sehr beliebten YouTuber Z-Max Fake-Videos gedreht. Laba! Ah, wusste ich gar nicht, krass. Woher ich das weiß, Z-Max konnte genau wie Pumping Monkey die Leute nicht richtig zensieren. Und dann hat man einfach ihr Gesicht gesehen. Die wurde höchstwahrscheinlich einfach nur von diesen ganzen Streamern aufgenommen, weil die in ihrer E-Sportler-Szene irgendeine weibliche Person haben wollten. So dass die ein bisschen Frauenquote auch da drin haben. Ich wette mit euch sogar, dass diese ganzen Streamer selber privat mit dieser Phoebe nicht wirklich was zu tun haben wollen. Warum sollte jetzt ein 30-jähriger Streamer, der voll erfolgreich ist, mit so einer 16-jährigen, die nicht einmal wirklich lustig ist oder unterhaltsam oder sonst was, Bock haben, die ganze Zeit zu zocken oder mit dir abzuhängen oder sonst was. Jetzt geben wir uns erstmal ein Video von ihr. Ich gucke einmal diesen verkackten Chat und da stehen... Und die Leute schreiben trotzdem irgendeine Scheiße rein. Ich sitze einfach da und die Leute schreiben wieder so eine Scheiße rein. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, 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 genau. Das war das. Boah. Ich werde später alles dafür geben, dass mein Kind kein YouTuber wird oder Social Media, sonst was. Ich schwöre, mein Sohn, Tochter später, die wird mit Brieftaube kommunizieren. Oh mein Gott, ey Phoebe, wenn du nicht damit klarkommst, mach dir einfach einen Account bei YouTube Kids. Da kann man. Aber man muss sagen, Digga, Hate bei Frauen ist immer krasser als bei Männern, ne? Muss man sagen, Digga, wenn die Leute dich hassen und du eine Frau bist, die nehmen dich komplett auseinander. Und das Schlimmste ist auch noch, wenn du dick bist. Digga, wenn du dick bist und eine Frau, Bruder, das ist dein Ende, ne? Sieh alleine auf TikTok, Digga, was dicke Frau für Kommentare kassiert von irgendwelchen Typen. Alter, die Jungs sind skrupellos, ne? Ehrlich, deswegen sollte man sowas gar nicht machen, wenn man sowas nicht abkackt. Wenigstens nicht kommentieren. Von mir aus geh auch auf YouTube Kids live. Ja. Vielleicht gibt es irgendwann ein Update für dich. Frisch zum Beispiel meinen Führerschein hinbekommen habe. Und sogar ein paar Tage später habe ich ja direkt so Twitch-Partner bekommen, ne? Meine Wohnung, die war zwar nicht fertig, aber das war für mich gar kein Problem. Ich war einfach sorgenlos, wisst ihr? Komplett. Aber das krass, Digga, dass sie mit 16 Jahren schon alleine lebt, ne? Ehrlich, ich finde sowas heftig. Wirklich. Bei aller Liebe, Digga, ich würde nie. Also. Solange ich keine Frau an meiner Seite habe, sehe ich keinen Grund, alleine zu leben. Digga, wir haben ein Haus, uns geht's gut, Digga. Aber wenn wir zum Beispiel zusammen wohnen mit ein paar anderen Streamern... Ja, dann ist das nochmal eine andere Sache, aber Digga. Aber ganz alleine mit 16 Jahren, Digga, das ist schon heavy. Als Frau, Bruder? Boah, das ist krass. Noch krasser. Das ist echt, ich weiß nicht.
dieses, ich hatte jetzt endlich Zeit, einen Algorithmus für meinen Alltag zu finden. Oh, du bist richtig in der Internetwelt hängen geblieben, dass du schon sagst, einen Algorithmus für deinen Alltag zu finden. Ich bin 45 Jahre alt und ich habe weder eine eigene Wohnung, weder noch einen Führerschein oder sonst was. 16, sie redet mir von Sorgen. Mit 16 habe ich noch Schulbescheinigungen geholt, damit meine Mutter noch Wohngeld bekommt. Fühle ich? Auch ich gemacht, dass ich an diesem Tiefpunkt jetzt wieder bin, dass ich wegen anderen Leuten mich so... Ich hasse es so. Ihr versteht das nicht, dass ich meine Persönlichkeit gerade so hasse. Ich hasse mich so dafür. Und ich weiß nicht, wie ich es behebe. Kamera ausmachen, an den Schreibtisch setzen, Hausaufgaben machen, Schulabschluss machen, mit Familie, mit Freunden reden. Ich war so traurig, aber ich konnte es halt nicht sagen. Und ey, so wie die da sitzt und heult. So saß ich an meinem Schreibtisch früher und hab geheult, weil ich irgendeine Matheaufgabe nicht verstanden habe oder in der Klassenarbeit eine 5 geschrieben habe. Das waren meine Sorgen damals. Und ich habe auch mit 12 Jahren mit YouTube angefangen. Problem ist jetzt nur, dass man es so weit geschafft hat, dass ich mich jetzt selber hasse und das hat mich schon alles sehr verletzt. Und sehe die ganzen Leute, die mich nicht mögen. Das ist so schlimm. Ich hasse meine Art einfach und ich will sie gerade noch auf Krampf ändern jetzt. Und die Leute beschweren sich, wenn man sich verändert, aber wenn man so ist, wie man ist, ist es auch nicht richtig. Boah, wie alt war die, wo Simex mit der Video gemacht hat, Alter? Jo. Wie alt ist Simex? Der ist auch jung. Der ist auch jung. Wow, Digga, die war 14 oder 15, okay. Jeder Bauer will heutzutage TikToker oder YouTuber werden, einfach nur um von Leuten gemocht zu werden. Das ist aber komplett falsch. Macht Videos, macht TikTok, macht Livestreams, aber in dem Maße, dass ihr das selber feiert und euch selber das Spaß macht und ihr damit hoffentlich Geld verdient. Und natürlich im Idealfall keinem damit schadet. Aber macht das nicht, weil ihr wollt, dass Leute euch mögen und sagen, Leute... Das geht auch nicht, Digga. Du kannst versuchen, das zu machen, dass Leute dich mögen, aber es wird immer Leute geben, die dich hassen werden. Und dann... haben die Kopfschmerzen, die Leute, Digga, weil die versuchen wollen, so zu sein, wie die Leute wollen, dass sie sind, aber das geht nicht. So. Voll lustig, voll cool. Das war zum Beispiel nie meine Absicht, dass mich unbedingt alle Leute mögen. Ja. Aber am Ende des Tages, ich hab das gesagt, was ich sagen wollte, ich hab das gemacht, was ich denke. Fertig. Wenn klappt, klappt. Wenn nicht klappt. Das Jobcenter in Kerpen bei Köln. Anlaufstelle für Hartz-IV-Empfänger, für Menschen ohne Arbeit, ohne Einkommen. Und das ist jetzt auch der Punkt, was mich bei so einer Phoebe abfuckt. Die kriegt da irgendwelche Dislikes, sie fuckt sich ab und hat schlechte Laune. Und was machen diese ganzen Streamer? Machen Statements, machen Videos und sagen, ja, ey Leute, hört doch auf sie zu haten. Sie beschützen sie alle, was ja auch an sich gut ist. Aber warum machen das nicht diese ganzen Streamer, wenn es um irgendwelche anderen Leute geht, die nicht in ihrer Bubble sind? Und mir ist das jetzt auch scheißegal, wenn... Ja, okay, man muss auch sagen, Digga, viele Leute haben, in der ganzen Sache jetzt mit Mimi für ApoRed sogar gesprochen, Digga, dass Mimi übertrieben hat und so, ne? Habe ich oft auf Twitter gelesen, Digga, ehrlich. So voll viele Influencer, die meinten, ja, Digga, es reicht doch irgendwann dies, das und so. Lieber Blue, also, es wurden jetzt keine Videos gemacht, so wie beim Phoebe, aber die Leute haben sich schon auch ein bisschen gegen Mimi gesprochen. Wenn Leute sagen, die ist erst 16, der kleine Pisser Momobri, der in meinen Videos war, der einmal das Wort Behinderten in einem Video von mir gesagt hatte, ich wurde wegen seiner Aussage knallhart und muss irgendeine scheiß Strafe zahlen. Es war den Leuten scheißegal, dass er zu einem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt war, wenn ihr jetzt auf einmal diese Moralapostel spielen wollt, ne? Was war damals mit dem südländischen YouTuber Dead Speak hier? Ihr wisst gar nicht, was in meinem Inneren abgeht, ich meine das ernst. Ich muss mir tagtäglich... Legendenvideo, ehrlich. ...ich hören, dass ich gehatet werde. Ich habe so eine richtige Wut, Mann. Irgendwie von allen Seiten gehatet. Aber war der nicht zu einem Zeitpunkt auch erst 16? Yunus Amiri hat auch gut Hate abbekommen. Komisch, dass bei diesen ganzen Kenneck-YouTubern es nicht irgendwie juckt, wenn sie 16 Jahre alt sind. Dann nicht irgendwelche Leute kommen, wo der Streamer-Bubble kommt und sagt, ey, lass den doch mal der Arm und so. Ich war wiederum der Einzige, der bei... Aber okay, man muss auch sagen, Digga, die Leute haben auch nichts mit den... Digga, die sind ja auch so, die wollen nur mit den... Die schützen auch nur die Leute, mit denen die sind, Digga. Die schützen ja auch keine Leute außerhalb von deren Umkreis, oder nicht? So. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, wenn ein Phoebe ist, ja, du hast ja gesehen, ja, wie die alle miteinander saßen. Ja, die gängt ja mit denen allen ab und ja, so. Und, ja, das ist wieder was anderes. Das ist echt wieder was anderes, Digga. Natürlich ist Hate nie gut, Digga. Egal. Oh, Hate ist eigentlich immer gut. Ja, okay, Hate ist immer gut. Es kann gut sein. Kommt nur auf Person auch an. Wenn die Person Hate ab kann, das ist wichtig. Weil du wirst immer gehatet und die Frage ist, kannst du es ab? Hate ist eigentlich an sich, oder immer gut. Okay, man kann was Gutes machen. Guck mal, ABK, Digga. ABK wird nur gehatet. Er liebt das. Wenn ich nur gehatet werde, Lüde, Digga, ich will lieben. Er wird nicht nur gehatet, aber er hat auch viele Leute, die gegen ihn sind. Ja, das stimmt. Richtig viel. Das stimmt.
beispielsweise damals bei einem Let's Play hier gesagt hat, ey Leute, hört doch auf, übertreibt doch nicht. Jetzt braucht ihr mir auch nicht zu sagen, ja, aber Phoebe hat im Gegensatz zu den genannten YouTubern nichts Verwerfliches gemacht. Ja und? Mit dieser Begründung würdet ihr ja implizieren, dass dann eine gewisse Form von Hate gerechtfertigt ist und Hate sehr wohl irgendwie weiterhin existieren soll. Wenn irgendein YouTuber vor der Kamera erzählt, dass er Depressionen oder sonst was hat, dann kriegt er Hunderttausende von Nachrichten von Leuten, die sagen, oh mein Gott, es tut mir so leid für dich. Gut, dass große YouTuber auf Depressionen und aufmerksam machen. Wo damals die Skurrifa bei dem Mord an meinen Cousin lustig gemacht hat, hat mir kein einziger größerer YouTuber oder Streamer oder sonst was privat eine Nachricht geschrieben und wenigstens gesagt, mein aufrichtigstes Beileid. Und unabhängig davon haben dann sogar noch andere Leute auf YouTube Folgendes behauptet. Für Geld hast du deinen toten Vater f***en lassen auf YouTube, deine Mutter die Hure f***en lassen, jetzt lässt du auch noch deinen Cousin f***en, Sunde, der Clickbait auf den Toten seiner Familie macht. Es ist immer ganz interessant, dass ABK jetzt auf seinem Cousin rumreitet und eigentlich den Tod seines Cousins dafür missbraucht. Also muss man sich halt wirklich fragen, wer beschädigt den Ruf des Cousins? Ist das jetzt KuchenTV oder ist das am Ende doch ABK? Auch die Sache mit dem Cousin wurde hier abgemahnt. Was mich aber wirklich einfach daran traurig macht, ist die Tatsache, dass du diesen dummen und respektlosen Spruch von mir auf eine Stufe stellst mit Aussagen wie ABK wird zu Kartoffelbrei. Wie ekelhaft sind diese Leute, bitte. Obwohl ich nicht mal derjenige bin, der den Mord an meinen Cousin öffentlich gemacht hat. Und sobald ich mich dazu äußere, heißt es, oh, du nutzt das Ganze für Klicks aus. Genauso wie es damals war, als ich von meinem verstorbenen Vater gesprochen habe. Da haben Leute sich darüber lustig gemacht. Der Vater war immer ein Sohn und bleibt auch ein Effekt. Ich kenne meine letzten Worte an mich. Hater belästigen mich und beleidigen meinen toten Vater. Wenn ich mich dann gewehrt habe, wurde wieder gesagt, du... Und dieser Mann macht heutzutage auf TikTok irgendwelche, Dings, er versucht Leute auf seine Business-Seite und so zu holen, ja. Dicker. Wie ist er noch? Ali Aki? Ali Aki, ich hätte ein verrückter Typ, ehrlich. Da seine Videos auf TikTok, Digga, wenn er seriös sein will, ich krieg Gänsehaut. Du musst die Kommentare lesen. Ja. Du nutzt das Thema für Klicks aus und kein YouTuber sagt was. Wenn die darüber reden, dass deren Beziehungen nicht geklappt haben oder dass die depressiv sind, bekommen die Mitleid, jeder setzt sich dafür ein, jeder reagiert darauf. Wenn ich als ABK irgend so ein Kenneck auf dieser Plattform so ekelhafte Sachen abbekommt, setzt sich gar keiner dafür ein. Und das ist auch ja, Digga, natürlich, die Leute suchen sich aus, auf welchen Seite die sind. Ne? Es ist ja auch so, ist ja auch normal. Man muss ja nicht auf der Seite von jedem sein. So. Wenn die Sympathie für dich haben, dann... sind die halt bei dir? Wenn nicht, Digga, dann eben nicht. Springender Punkt, warum ich gar kein Mitleid mehr mit diesen ekelhaften Leuten habe. Die einzigen, die öffentlich wirklich was dazu gesagt haben, waren Montana Black und Unge. Das rechne ich Unge noch sehr hoch an, auch wenn ich noch irgendwo auf ihn abgefuckt bin. Deswegen entschuldige ich mich an dieser Stelle nochmal bei Unge. Dafür, dass ich privat über ihn schlecht geredet habe, dass ich teilweise noch irgendwo gestichelt habe und auch sticheln werde. Ich finde ihn trotzdem noch irgendwo... Entschuldige dich für die Zukunft schon, Digga. Auch krass. Und ein bisschen link... Egal, machen wir weiter. Komm, fange ich einmal an, auf YouTube zu sagen, ich fühle mich irgendwo ein bisschen diskriminiert. Leute, fang an. Spielst du jetzt die Ausländerkarte? Was fällt dir jetzt eigentlich ein? Und Amanakim, ein Mimi, liegt in seinem letzten Video ein Foto von ApoRed's Frau, die eigentlich Kopftuch trägt, und zeigt sie ohne Kopftuch. Und das Ganze rechtfertigt man dann damit, dass die Frau ja nicht immer das Kopftuch trägt. Hätte man irgendein Foto von einer Transgender gelegt und gezeigt, wie sie als Junge vorher aussah, wären bestimmt auch ein paar Leute durchgedreht und hätten bestimmt sogar gesagt, dass man homophob ist, wenn man das Bild geleakt hat. Ach ja. Und ich hoffe einfach, dass sich einige von euch die rassistischen Kommentare unter Mimis Video durchgelesen haben. Aber wenn ich dann sage, boah, ich fühle mich ein bisschen als Ausländer diskriminiert, hey, was sagst du da? Ist bestes Beispiel. Ich bin seit gefühlt 2 Monaten inaktiv. Ich habe nichts mit dem Internet zu tun. Hallo. Und dann zeigt mir ein Kollege. Video war grün sogar. Ja, dem Mann geht's gut. Hm? Kein Wunder, dass 2 Monate weg ist. Ich bei Twitter, was einer über mich postet. YouTuber, wenn sie einen Fehler machen, oh, tut mir leid. APK Upred, oh, ihr habt was gegen Ausländer, ihr seid alle Nazis. Wo habe ich jemals gesagt, dass alle Leute Nazis sind? Da werden Lügen über mich verbreitet und keiner sagt was. Ein objektiver Meinungsblogger wie Alpha Kevin kommentiert dann darunter, und Ahmad, anstatt so objektiv und fair wie immer zu sein und wenigstens zu sagen, ey, warte mal, wann haben jemals... Alpha Kevin und Alpha Kennern gibt's auch, ne? Weiß ich nicht. Dann ABK und ApoRed gesagt, dass ihr alle Nazis seid. Das, was ihr macht, diese ganzen Bewegungen, dieser ganze Mainstream, das kann ich auch machen. Weil es ist ein Fakt. Jeder, der gerade noch zur Schule geht, jeder, der irgendwo noch studiert, jeder, der irgendwo arbeitet, weiß ganz genau, dass es wirklich manchmal die Momente gibt, wo man als jemand mit Migrationshintergrund merkt, die wollen gar nicht, dass ich ein Teil von denen werde. Die schließen mich irgendwie ein bisschen aus. Und genauso gibt es das natürlich auch, dass irgendwelche Kennex versuchen, die Almans auszuschließen. Also brauchen wir jetzt nicht in dieses Spielchen zu spielen. Natürlich, Digga, es gibt von beiden Seiten sowas, Digga, ne?
mit, oh mein Gott, er redet von Diskriminierung, Rassismus, das gibt es. Punkt, das gibt es noch. Falls euch jetzt noch nicht klar ist, was ich euch indirekt damit sagen will, dann achtet bitte auf folgenden Vergleich. Was war damals mit der Tanzverbot und Abdel-Sache auf Madeira? Die beiden haben sich gestritten, Abdel wurde komplett gefickt. Er wurde so hart gefickt, dass er auch depressiv geworden ist und sogar mit YouTube mittlerweile aufgehört hat und einen ganz normalen Job macht. Es hat zu dem Zeitpunkt niemanden gejuckt. Er hat Entschuldigungsvideos gemacht, auf die Entschuldigungsvideos wurde teilweise rumgehackt, bei ihm hat kein Streamer ein Statement gemacht und gesagt, ey, reicht doch langsam mal bei Abdel, ihr könnt doch nicht jedes Video von ihm tothaten. Stattdessen wurde Abdel sogar noch richtig angeschrien, als er gesagt hat, dass er sich diskriminiert fühlt. Tanzverbot in keinster Art und Weise irgendjemand hier diskriminieren wollte mit seinen Aussagen und als... Hat er aber... Ja, gut, ja, aber jetzt hör doch mal auf, Alter. Du laberst immer die gleiche Scheiße. Wie kannst du überhaupt noch den Mund aufmachen? Jetzt verfick doch mal, bist du der Typ in der scheiß Opferrolle. Ich hab mir dir nur gesagt, dass du es gemacht hast. Mein Empfinden ist so, ich hab dir das gerade ausgenommen. Ich habe dir nur gesagt, dass für mich gefühlt es diskriminierend war. Mein Gefühl. Die wollen uns Kennex gar nicht die Chance geben, zu sagen, wie wir uns gerade fühlen, ob wir uns gerade unterdrückt fühlen oder sonst was. Und guck mal, was dieser politisch korrekte Stay sogar noch über mich gesagt hat. Ich wünsche dir ein schönes Leben, ABK. Und wo wir damals gesagt haben, aufgrund der ganzen Mod aus dieser ABK-Zuschauerschaft, ich glaube, da sind 17 Anzeigen rausgegangen. Also da wollte man mich töten, meine Familie, meine Hunde, alles. Mit den Leuten willst du wirklich nichts zu tun haben. Wirklich. Das ist menschlicher Abfall. Also du kannst mit diesem toxischen und kannst du, solltest du wirklich nichts zu tun haben. Ey, wer hat deine Mutter gefickt, dass du mich Hurensohn nennst? Sind wir Freunde? Geh mit deinen Hunden aus einer Schüssel fressen, du Bastard. Niemand sagt... Ey, Stay, warum beleidigst du an ABK als Hurensohn? Ist ja auch egal, ich bin ja eh nur irgendein Kennecker auf dieser Plattform, der ja nicht sagen darf, dass er sich irgendwo diskriminiert fühlt. Ich brauch's euch gar nicht sagen. Ihr merkt es gerade selber, Leute. Und mit Kennex meine ich Leute mit... So Südländer-Mentalität, finde ich. Weißt du, dass man so sagt, ja, wir sind so Brüder bis zum Tod, so egal was passiert, wir stehen hinter dir. Die beschweren sich darüber, dass ich irgendwelche vulgären Begriffe benutze, aber dann... Wenn die anderen beiden dich noch hören, weil die ja noch in der Lobby sind, dann sag den beiden mal, dass das Hurensöhne sind. Und dann noch ein anderer Vergleich. Ein Tanzverbot, er hat auf der Gamescom eine Auseinandersetzung gehabt. Was ist passiert? Diese ganzen Casino-Streamer wurden gehatet. Wenn ein Tanzverbot aber auf der Gamescom Hurensohn zu jemandem sagt und alle Leute sich ja normalerweise von diesem Wort distanzieren, wird darüber gar nicht mehr geredet. Wenn ich aber auf YouTube anonym Hurensohn sage, heißt es, boah, der asoziale ABK. Und jetzt... Punkt hat der recht. Das ist die Wahrheit, Digga. Gemessen wird mit zweierlei Maß. Sag ich euch eine Sache. Meiner Meinung nach, wenn das, was auf der Gamescom passiert ist, nicht ein Tanzverbot gemacht hätte, sondern sagen wir jetzt mal ein Abdel... Digga, seid ihr krank? Ja, das könnte schon gut möglich sein. Nein, das ist, danke ich auch. Weiß ich nicht, Digga, ne? Ja. Muss erstmal passieren, damit man das Abdel so sehen kann, aber ja. Oder ein ABK, er hätte ein Hausverbot bekommen bei der Gamescom. Bestimmt sogar noch ein... Das stimmt, Digga. Garantiert. Boah, das stimmt, okay. Ey, ABK hat schon recht, ja. Die Leute hätten sich alle distanziert und dies, das, Statements und... Einen Twitch-Bann bekommen, da brauchen wir uns nichts vorzumachen mit, oh mein Gott, er will wirklich die... Ja, wurden die eigentlich gesperrt auf Twitch, Digga, für diese Sache? Also haben die mal einen Tagesbann oder so? Weil eigentlich müssten die, ne, gesperrt werden für diese Sache, die gemacht haben. Weil Twitch toleriert sowas ja nicht. Ausländerkarte spielen. Hätte ein Vrahim, ein Hakim, ein Yusuf auf der Gamescom versucht, einem YouTuber-Streamer einen in die Fresse zu hauen, die hätten seine Mutter gefickt. Also Leute, wie zum Beispiel jetzt dieser Scrolls, bei dem kommt keiner und sagt, ey, übertreibt man nicht. Er wird von einem Streamer im Livestream einfach als Hurensohn beleidigt. Scrolls war ja immer schon ein Hurensohn, Alter. Also, der hat nur ein bisschen Relevanz bekommen, weil er halt ein Hurensohn ist. Und das Krasseste ist, gerade diese Leute, die so Casino-Streamer kritisieren, öffnen FIFA-Packs und geben doch voll viel Geld. Ja, Digga, was sage ich? Digga, ich hab das doch auch gepredigt, Digga. Die Leute sind doppelmoralisch, Digga. Die sagen, die sind gegen Casino, dies, das, aber gamblen selber nur mit FIFA-Packs, Digga. So. Und deswegen ist, im Endeffekt, Digga, ist es auch schon... Digga, du kannst auch Leute dazu animieren, wegen die FIFA-Packs zu öffnen und so. Und darum geht's doch am Ende des Tages. Das Problem, was viele nicht verstehen, die denken, weil du im Casino um Geld gewinnen willst, ist bei FIFA auch so. Nein, es geht... Casino ist nicht um Geld. Guck mal, die Leute spielen, du siehst jemanden sagen, er macht 50 Euro rein, er ist bei 500 Euro, er verzockt alles, weil es nicht ums Geld geht, sondern es geht um dieses Gefühl. Das Gefühl, ja, ja. Nur um das Gefühl haben die Leute. Ist bei FIFA ja auch so. Ist es so? Das muss man verstehen. Deswegen, als Roald getweetet hat, Casino und FIFA-Packs zu vergleichen, lost. Ich dachte, ist gar nicht so lost. Ich schwöre, ist gar nicht so lost. Das ist schon alles. Digga, die geben mehr aus als keine Ahnung wer, Digga, für diese FIFA-Packs. Ja, das ist einfach alles Glücksspiel. Bruder, das ist alles Glücksspiel. Ist so. Ist aber so. Macht das so wie wir. Startet eine Road to Glory und gibt kein Geld für FIFA aus. Wir sind nicht. Super.
Welt aus. Sie kennt so ein TJ, benutzt Gendersprache und sonst was, kritisiert alles und macht auf mies korrektes politisches Vorbild, aber hat Kooperation mit Krombacher und macht Werbung für Bier. Also mit Alkohol den Menschen nicht schadet. Genau wie Casino auch scheiße. Man merkt auch, dass so andere Leute, wie zum Beispiel jetzt ein Ron Bilecki oder ein Knossi, die auch Casino streamen oder gestreamt haben, wurden die in irgendwelchen Livestreams als Hurensöhne beleidigt? Wurden die auf irgendeinem Event fast angegriffen und beleidigt? Nein. Aber wenn dieser Skrillex gerade von allen gehatet wird, juckt es die Leute nicht, dass er als Hurensohn eine Leistung beleidigt wird, dass er fast angegriffen wurde auf der Gamescom und dabei sogar noch beleidigt wurde. Irgendwann hat dieser Skrillex sich gewehrt und auf Twitter ein paar Sachen gepostet. Dann hat er zum Beispiel gepostet, dass Tanzverbot damals Folgendes auf Twitter gepostet hat. Welche YouTuberin würdet ihr gerne vergewaltigen? Daraufhin schreiben dann Leute in die Kommentare, boah, der Post von Tanzverbot ist doch schon voll lange her. Warum wird jetzt in der Vergangenheit rumgewühlt und sonst was? Ach so. Wenn aber bei einem Upred in der Vergangenheit rumgewühlt wird, wird es sogar heute noch dafür bestraft und komplett gecancelt für Dinge, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Das Heftige dabei ist ja, dass sehr wohl die Leute davon damals auch wussten. Diese YouTuber wurden zu der Zeit aber nicht gecancelt. Und die geilste Ausrede ist auch immer, wenn Leute sagen, die Person hat sich mittlerweile entwickelt, ist reifer geworden, hat reflektiert. Dann stelle ich mir die Frage, warum sind dann die Postings noch aufzufinden? Wenn eine Person doch reflektiert, über ihr Handeln nachdenkt, dann gehe ich doch als öffentliche Person auf meinen Kanal. Dann lösche ich auch diese Sachen. Ich hab's vergessen, ich habe so viele Postings und so viele Videos gemacht. Ja, dann mach weniger Postings und weniger Videos und denk drüber nach, was du postest. Allein, dass diese ganzen YouTuber und Streamer diese ganzen Sachen nicht gelöscht haben und das erst machen, nachdem ich das irgendwie vielleicht gezeigt habe, zeigt es ja, dass ihr wohl doch nicht so krass nachgedacht habt. Ihr seid nicht reflektiert. Ihr habt euch nicht entwickelt. Ihr habt euch einfach nur dem Mainstream angepasst. Erst vor kurzem wurden wieder einfach mal so nebenbei Lügen über ApoRed verbreitet. Der YouTuber Einblase hat ein Video gemacht, in dem er auf irgendwelche alten YouTube-Beefs reagiert. Und in dem Video sagt er Folgendes. Aber die meinte, das waren zwei große YouTuber, die komplett in weiß dort waren, also die komplett weiß angezogen waren. Und das waren Leo Mascher und ApoRed. Junge, eben nicht. So wie er das gerade sagt, würde es ja heißen, dass ApoRed das Mädchen doch belästigt hat. Aber es geht ja eben darum, dass sie nicht wusste, was ApoRed für ein Outfit anhatte. Und jetzt habe ich sie ja gefragt, okay, was hatten denn Leo noch nicht angehabt? Und jetzt kommt ihre Antwort. Was ihr anhattet, lol, ich hab einen Zeugen. Kannst du dich erinnern, was Leon anhatte und was ungefähr ich anhatte? Sie hat es gelesen und dann hat diese Frau mich blockiert. Warum blockierst du mich nach 3-4 Jahren? Warum hast du mich nicht vorher blockiert? Weil du gar nicht weißt, was wir anhatten. Hätte das Mädchen nämlich gesagt, dass ApoRed sehr wohl ein weißes Outfit gehabt hätte, dann wäre ja der Verdacht bestätigt worden, dass er sie sehr wohl sexuell belästigt hat. Und keinen interessiert? Ist ja kein Problem. Geht ja auch nur um ApoRed. Oder noch etwas. Mal auf, wenn ich den jetzt verschieben möchte, passiert Folgendes. Ich will den in diese Ecke packen, dann sag mir Instagram, Digi, Vorsicht, da ist dann dein Name und da ist dein Profilbild. Also wenn ich das da hinziehen wollen würde, das lässt Instagram gar nicht einfach so zu, dass Instagram sorgt dafür, dass dir das nicht passieren kann. Also damit könnte er sich jetzt auch nicht rausreden. Und er will einfach immer so tun, als hätte er gar kein Geld bekommen oder hofft, dass es übersehen wird. Leute beschweren sich darüber, wie ApoRed auf Instagram seine Werbung kennzeichnet. Obwohl das doch andere große, beliebte YouTuber auf Instagram genauso machen. Bestes Beispiel dieser YouTuber Ellie. Er macht das auf Instagram genauso wie ApoRed. Komischerweise juckt's da gar keinen. Oder noch ein Beispiel. Krass, Digga, hab ich auch noch nie gesehen. Wort seine Freundin geschlagen. Er leugnet es die ganze Zeit. Alle Leute distanzieren sich davon. Keiner reagiert auf die Videos von mir, wo ich ihn expose und zeige, guck mal, wie ekelhaft er ist. Aber alle reagieren auf die Videos von Mimi gegen ApoRed. Vor allem, wenn man nochmal nachdenkt, wie krass das ist. Von einer Schultermassage, die bis heute nicht bewiesen werden konnte, sind wir bei privaten Chatverläufen angekommen, mit irgendwelchen intimen Fotos von Weibern im Bett. Dann sind wir jetzt angekommen bei privaten Kontoauszügen. Ja, und da sei man dann das krasseste, Digga. Da Kontoauszug, Digga. Mimi. Besser kein Beef mit dir. Und jetzt sogar inzwischen bei Personalausweisen. Mimi hat vielleicht irgendjemanden, der beim Jobcenter arbeitet oder so, einfach private Infos über ApoRed weitergibt. Das sieht man hier an dem Programm, dass nur Leute haben, die bei irgendwelchen Behörden arbeiten. Das wurde wahrscheinlich sogar ApoReds privater Google Drive Link weitergegeben, wo alle ungeschnittenen Videos von ApoRed drin waren. Diesen Link hatte eigentlich nur der Cutter von ApoRed. Das ist Stalking, Mobbing und Belästigung. Ach übrigens, ein paar Leute von denen, die die Daten an Mimi weitergegeben haben, wurden inzwischen gekündigt. Können jetzt mit ApoRed gemeinsam im Insi-Modus chillen. Und jetzt unabhängig davon, wer mehr reingeschissen hat. Es geht einfach darum, dass das Gleichgewicht nicht da ist. Aber es nach außen so hingestellt wird, als wäre das Gleichgewicht da. Und versteht mich nicht falsch, ich will nicht wieder jemanden verteidigen. Ich scheiß auf einen ApoRed, ich scheiß auf einen Skrillex und ich scheiß auf einen Orange um Orange. Es geht einfach nur darum, euch zu zeigen, dass wie immer auf YouTube mit zweierlei Maß gemessen wird. Und jetzt mal vorweg, falls mich Leute wegen diesem Video haten werden, dann widersprecht ihr euch selbst, weil in diesem Video geht es nämlich um das Thema Hate. Also deabonnieren und Daumen nach oben. Danke.
Ja, interessantes Video von ABK, Digga. Gutes Video, ja. Aber ja, das ist klar, dass immer mit zweierlei Maß gemessen wird, Digga. Wenn die Leute dich mögen, dann reagieren die auf dich. Wenn die Leute dich hassen, Digga, dann scheißen die auf dich. So, ganz einfaches Ding, ne? Aber ich würde nicht sagen, dass wir anders sind, oder nicht? Also, yes, ja, ich bin auch so. Ja, Digga, es ist... Zum Beispiel, wenn ich auf meinen Subra reagiere, direkt ein negativer Einstellung. Ist so. Auf die Wahl. Ja, Digga, es ist... Direkt negative Einstellung. So sind die meisten Menschen, Digga. Nicht jeder ist so, aber der größte Teil von den Menschen ist einfach so, Digga. Subra kann mich aber noch überzeugen. Mich kann jeder überzeugen. Ja, immer die Möglichkeit.